Am 20. Juni 2001 geht bei der Polizei in Clear Lake, einem Vorort von Houston in Texas, ein Notruf ein. Als die Polizei vorfährt, steht vor der angegebenen Adresse eine Frau. Sie ist klitschnass und nur mit einem Hemd bekleidet. Sie empfängt die Polizisten mit einem grausamen Satz: Ich habe gerade meine Kinder getötet. Andrea Yates ist das jüngste von 5 Kindern einer Deutschen und eines Iren. Bevor sie 1982 ihren Schulabschluss macht, kämpft sie gegen Bulimie und Depression. Trotz ihrer eigenen Dämonen ist Andrea Kapitänin des Schwimmteams ihrer Schule und Mitglied der National Honor Society. Sie absolviert ein 2-jähriges Krankenpflegeprogramm an der University of Houston und macht ihren Abschluss. Während ihrer Arbeit als Krankenpflegerin lernt sie dann ihren Ehemann Russell Yates, genannt Rusty, kennen. Er ist ein NASA-Ingenieur und verliebt sich schnell in Andrea. Rusty ist ein gläubiger evangelischer Christ und hat einen Traum, den er mit Andrea verwirklichen möchte: so viele Babys zu haben, wie die Natur es erlaube. Rusty erzählt in seinem Umfeld stolz herum, dass er unbedingt mindestens 6 Kinder haben wolle. Als die beiden Eltern werden, sind sie überglücklich. Auch Andrea, die die Rolle der Mutter mit Begeisterung ausfüllt und zufriedener wirkt denn je. Aber mit den Jahren und der Geburt der weiteren Kinder der Familie Yates wendet sich das Blatt. Nach der Geburt des 4. Kindes erkrankt Andrea an schweren Depressionen. Das Thema postpartale Depressionen wird leider viel zu wenig besprochen, obwohl zwischen 10% und 15% der Mütter nach der Geburt daran erkranken. 1 bis 2 von 1000 Frauen erkranken zudem an einer postpartalen Psychose, bei der der Alltag durch Sinnestäuschung und Wahrnehmungsfehler auf die Probe gestellt wird. Beides geht weit über den sogenannten Baby Blues hinaus. Trotzdem wird darüber kaum aufgeklärt. Das Stigma bei diesen beiden Krankheiten ist groß, obwohl die Betroffenen nichts dafür können und eigentlich dringend Hilfe benötigen. So auch Andrea Yates. Nur wenige Monate nach der Geburt des 4. Kindes der Yates unternimmt Andrea einen Suizidversuch. Sie nimmt eine Überdosis verschreibungspflichtiger Medikamente ein, die eigentlich für ihren Vater bestimmt sind. Danach wird Andrea in ein Krankenhaus eingewiesen und dort behandelt. Sie bekommt Medikamente wie Antidepressiva, die ihr dabei helfen, ihren Zustand zu stabilisieren. Ihre damalige Psychiaterin ist aber entsetzt über das Verhalten von Andrea und ihrem Ehemann Rusty, denn die beiden wollen unbedingt Andreas Medikamentendosis senken, weil sie noch ein 5. Kind haben wollen. Die Psychiaterin rät aufgrund von Andreas Verfassung dringend davon ab, aber die beiden hören nicht auf sie. Die Ärztin vermerkt in ihrer Akte: Offenbar planen die Patienten und ihr Mann, so viele Kinder zu bekommen, wie die Natur zulässt. Dies wird sicherlich eine Garantie für zukünftige psychotische Depressionen sein. Und tatsächlich setzt Andrea die Medikamente ab. Ihr Zustand verschlechtert sich daraufhin rapide. Anfang 2001 wird Andrea noch einmal Mutter und bringt ein kleines Mädchen auf die Welt. Es ist ihr 5. Kind. Erneut muss sie sich nach der Geburt medizinische Behandlung begeben. Ihr behandelnder Arzt rät Andreas Ehemann dringend dazu, sie zu keiner Sekunde mit den Kindern allein zu lassen. Er solle sie rund um die Uhr im Auge behalten. Das macht Rusty auch, bis zum 20. Juni 2001. An diesem Tag lässt er Andrea für eine Stunde alleine. Er muss zur Arbeit, aber schon eine Stunde nach seinem Aufbruch soll seine Mutter zu Besuch kommen, um Andrea bei der Betreuung der 5 Kinder zu unterstützen. Bei einem so kurzen Zeitfenster denkt er sich nicht viel dabei, Andrea mit den Kindern allein zu lassen. Das hat er in den letzten Wochen auch schon ein paar Mal gemacht. Offenbar in dem Glauben, ein wenig Unabhängigkeit würde Andrea gut tun. Bei einem Familientreffen eine Woche zuvor hatte Rusty verkündet, Andrea jeden Morgen und jeden Abend für je eine Stunde alleine zu Hause zu lassen. So wäre sie in Bezug auf ihre mütterlichen Pflichten, wie er es nennt, nicht völlig abhängig von ihm und seiner Mutter. Keine Stunde nach Rustys Aufbruch, am 20. Juni, verständigt Andrea dann selbst die Polizei. Sie ist noch triefend nass, als sie den eintreffenden Ermittlern erzählt, dass sie im Haus gerade ihre Kinder ertränkt habe. Sie habe die Badewanne volllaufen lassen und ihnen einen nach dem anderen den Kopf unter Wasser gedrückt. Ihre Söhne Luke, Paul, John und Noah, die zwischen 2 und 7 Jahre alt sind, überleben nicht. Ebenso wenig wie die 6 Monate alte Tochter Mary. Die Leichen ihrer Kinder hat Andrea dann auf das Familienbett gelegt und mit einem Tuch abgedeckt. Dann rief sie die Polizei an, um sich selbst zu stellen. Andreas eigene Angehörige sind schockiert, nicht nur darüber, dass die 5-fache Mutter ihre eigenen Kinder getötet hat,
sondern auch darüber, dass Rusty sie überhaupt mit den Kindern allein gelassen hat. Andreas Mutter hatte Rusty noch bei dem Familientreffen wenige Wochen zuvor gesagt, dass er Andrea auf gar keinen Fall mit den Kindern allein lassen sollte. Sie sei gerade nicht in der Verfassung, sich um die Familie zu kümmern. Das habe man zum Beispiel daran gesehen, dass Andrea versucht habe, ihrem wenige Monate alten Baby feste Nahrung zu geben. Das Kind wäre daran beinahe erstickt und Andrea hätte zuvor ja schon 4 andere Kinder großgezogen. Dieser Zwischenfall sei ein gutes Beispiel dafür, dass Andrea in den Monaten vor dem Fünffachmord nicht in der Lage war, die Kinderbetreuung zu übernehmen. Aber offenbar nahm ihr Ehemann Rusty die psychischen Beschwerden von Andrea nicht ernst. Ihr Bruder erinnert sich später in einem Interview, Rusty habe sich abfällig über Andreas Erkrankung geäußert. Er habe gesagt, dass depressive Menschen nur einen schnellen Tritt in den Hintern bräuchten, um sich zu motivieren. Eine Aussage, die sowohl aus menschlicher als auch aus medizinischer Sicht natürlich völlig haltlos ist. Rusty wehrt sich in den Medien und behauptet, nicht gewusst zu haben, wie schlecht es um Andrea stand. Er will auch nichts davon gewusst haben, dass Andreas behandelnde Psychiaterin ihr von weiteren Kindern abriet. Sonst hätte er von einem weiteren Kinderwunsch natürlich abgesehen. Konträr dazu vertraut Andrea Yates sich in ihrer Untersuchungshaft einem Gefängnispsychologen an. Sie erzählt, sie habe Rusty nach der Geburt des 4. Kindes gesagt, dass sie nicht mehr mit ihm schlafen wolle, aus Angst noch einmal schwanger zu werden. Sie habe sich den Rat ihrer Psychiaterin nach dem 4. Kind zu Herzen genommen und wollte ihren Kindern durch ihre mentale Gesundheit nicht weiter schaden. Aber Rusty habe weiter an seinem Wunsch, so viele Kinder wie möglich bekommen zu wollen, festgehalten. Immer wieder habe Andrea bestärkt, sie sei eine gute Mutter und könne ganz bestimmt noch weitere Kinder zur Welt bringen. 2002 befindet ein texanisches Gericht Andrea Yates des fünffachen Mordes schuldig. Sie wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Ihr Anwalt legt Berufung ein und bekommt Recht. Er argumentiert mit dem großen Druck, dem Andrea ausgesetzt war. Sie sollte sich nicht nur um die Betreuung der Kinder kümmern, sondern sie auch zu Hause unterrichten und dem weiteren Kinderwunsch ihres Ehemannes nachkommen. 2006 wird der Fall noch einmal neu verhandelt und dieses Mal wird sie aufgrund ihrer Unzurechnungsfähigkeit für nicht schuldig befunden. Stattdessen wird sie 2007 in eine psychiatrische Einrichtung in Texas eingewiesen. Jahr für Jahr wird ihr die Möglichkeit gegeben, eine Entlassung zu beantragen. Doch bis zum heutigen Tage verzichtet sie jedes Mal darauf. Selbst nach Andreas Gerichtsverhandlung sprach Rusty übrigens noch davon, weitere Kinder mit Andrea bekommen zu wollen. Sie müsse nur mit den richtigen Medikamenten behandelt werden. Ansonsten könnte die Familie durch Leihmutterschaft oder eine Adoption weiter wachsen. All das plant Rusty, nachdem seine Ehefrau gerade alle gemeinsamen Kinder umgebracht hat. Ganz offenbar in chronischer Verzweiflung. Rusty hat in der Zwischenzeit noch einmal geheiratet und mit seiner zweiten Ehefrau ein Kind bekommen. Aber diese Ehe ist inzwischen wieder geschieden. Nach eigenen Angaben spricht er noch immer mindestens einmal pro Monat mit Andrea, die nach wie vor in einem psychiatrischen Krankenhaus lebt. Seine Ansicht zum Thema postpartale Depression hat sich inzwischen geändert. Andrea Yates hat sich nach jetzigem Stand dazu entschieden, den Rest ihres Lebens in einer geschlossenen Einrichtung verbringen zu wollen. Es heißt, sie würde ihre Kinder sehr vermissen und sich täglich Fotos und Videos von ihnen ansehen. Andrea sagt, dass sie 2 Jahre lang darüber nachgedacht habe, die Kinder zu töten. Sie sei ihren 4 Söhnen und ihrer Tochter keine gute Mutter gewesen. Außerdem hätten ihre Söhne sich nicht richtig entwickelt. Sie erzählte ihrem Psychiater, es war die 7. Todsünde. Meine Kinder waren nicht rechtschaffend. Sie sind gestolpert, weil ich böse war. So wie ich sie erzogen habe, konnten sie niemals gerettet werden. Sie waren dazu verdammt, in den Feuern der Hölle umzukommen. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, hinterlasst gerne einen Like, Kommentar und oder Abo. Das hilft dem Kanal wirklich extrem weiter. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr das Video seht und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao, Leute.